Hallöchen und willkommen zurück bei Elex. Wir schauen uns jetzt mal hier. Ja, da, oh je. Die Alps an, ob die uns noch erkennen oder was sie uns zu sagen haben. Das ist direkt so eine alte Pestratte. Da ist noch ein Teleporter. Die ich bis heute gekonnt ignoriert habe. So, noch mehr. Da hinten ist noch einer. Plup. Achtung! Sehr gut, Kaya. Wir nehmen den trotzdem mal mit. Man weiß ja nicht, nie wofür. Konverter Edan ist das. Okay. Der größte Berserker über die Heerscharen der Alps hat sich. Hier abgespielt. Von diesem Kampf wird man sich noch lange Geschichten erzählen. Aha, okay. So, dort vorne müssen wir. Ah, okay. Na toll. Nein. Den schnapp ich mir. Geil, sehr gut, Kai. Ja, eine neue Stufe. Und sollte ich jeden erledigen, der mich gesehen hat, bevor er Meldung machen kann. Okay, also hier wird direkt rumgeballert. Auch nicht schlecht. Und rumgekämpft. Ja. Gut, wir sollen ja hier drin. Wir haben ja noch die andere Quest, ne? Mit den. Die hier zum Beispiel. Die Waffe, die ist da hinten drin, okay. Cleanbot kaputt. Eine Machtwelle. Ring der Härte. Plus 20 Gesundheit und plus 10 Ausdauer. Ich glaube, da haben wir eh schon was Besseres an. Oder was Gleichwertiges sogar. Gefährliche Gegend. Okay, ein von vier bedrohliche Hüter, Wühler und ein bedrohlicher. Ja, ich konnte es nicht mehr lesen. Okay. Ist aber echt geil gemacht. Sind das Alps, die da drin hängen, oder? Ah, okay, da geht's noch weiter hoch. Ach genau, das waren diese Maschinenteile. Die haben wir auch noch. Und weiter höher. So, habe ja genügend Fackeln da. Okay, 19 Stück noch, aber. Hätte auch die andere wieder aufheben können. Das ist nicht so wild. Energiezellen, Elixit. Sehr schön. Huch.
Aber das ist echt geil gemacht hier drin. Bis hierhin. Das ist mal was anderes. Oh, Zwischensequenz. 3 Jahre vor der Exekution. Gratulation! Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug. Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen. Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst. Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elexitoren, würde ich vermuten. Meinst du? Wie kommst du darauf? Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen. Nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also halte dir stets den Rücken frei. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand im Eispalast meine Havarie und meine Exekution geplant hat. Aber wer? Da muss noch einer sein. Zumindest wird mir oben auf der Minimap noch einer angezeigt. Da komme ich nicht durch, oder? Nee. Bauplan in der Anleitung. Für einen kleinen Energiespeicher. Fein. Können wir nicht, ne? Wo könnte denn hier der Code rumliegen? Da geht's erstmal weiter nach oben. Wir können erstmal weiter nach oben gehen. Vielleicht sollte ich auch das Hacken echt mal erlernen. So, das waren die 4 bedrohlichen. Wühler, aber ein bedrohlicher Schleimdrakon fehlt uns noch. So, 3 von 6 Maschinenteile sind auch schon dabei. Was ist das? Objektsicht erhalten. Aha. Wer weiß. Ein starker Elex-Trank. Okay, sehr gut. So, wir müssen aber wieder runter. Theoretisch auch wieder runter. Tja, irgendwo müsste ja seine Waffe mal hier rumliegen, ne? Ich fahre aber erst nochmal hoch. Ah ja. Ha! 3 Schläge kaputt gehauen.
Gefahrenverzug. Erledigt. Sehr schön. Direkt noch eine Quest abgeschlossen. Da kommen wir aber heute gut voran, so leveltechnisch, ne? Eins sind wir schon aufgestiegen. Und na gut, fürs nächste fehlt eine ganze Menge mehr. Das dauert wieder. Geh erst mal hier hoch. Okay. Bringt mir jetzt nicht so viel. Kommen wir auch nicht rein oder noch nicht rein. Wen haben wir denn hier? Falk. Du bist in einem Stück hier hochgekommen? Beeindruckend. Offenbar bin ich nicht der Einzige. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Diese Mutanten haben mich bis in den Konverter verfolgt und bedrohen mich seit einer Ewigkeit. Ohne meine technischen Fähigkeiten wäre ich nicht so weit gekommen. Die paar Mutanten waren dir zu viel. Zu Beginn war eine ganze Horde hinter mir her und hat mir ordentlich zugesetzt. Es ist mir gelungen, einen der Abflussschläuche zu durchtrennen und den gesamten Eingangsbereich zu fluten. Allerdings sind die Viecher recht robust. Mir blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Maschinen auszuschalten, damit sie mich nicht weiter verfolgen. Du bist also technisch begabt. Ich bin ein Akolyt der Kleriker. Wir wissen alle sehr viel über Technik und machen sie uns zunutze. Ein Akolyt in Edan. So ist es. Und es war ein weiter Weg aus den Bergen von Ignadon. Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu erreichen. Dich bedrohen hier keine Mutanten mehr. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus dem Weg geräumt wurden? Sieht ganz so aus. Du hast mir geholfen. Interessant. Ja, und jetzt gib mir dein Elixit. Alles? Ja, alles. Und jetzt her damit. Nun gut, immer noch besser als der Tod. Oh, nun Gott. Kann ich wieder meinen Aufgaben nachgehen. So. Okay. So drastisch wollte ich das jetzt gar nicht, aber na, ist okay. Können ja ab und zu auch mal ein kleiner Arsch sein. Kaya hat das zwar jetzt nicht so sehr gefallen, aber das ist okay. Die kriegt die Hälfte ab. Ne, nicht die Hälfte. Sagen wir 50%. Wie sieht's aus bei dir? Ich bin etwas verwirrt, aber das legt sich sicher bald wieder. Oh. Was wolltest du im Konverter? Ich bin im Auftrag der Kleriker unterwegs, um neue Ressourcen zu erschließen. Um welche Ressourcen handelt es sich? Wir brauchen immer neue Rekruten, die sich unserer Sache annehmen. Ich bin allerdings auf der Suche nach bestimmten Elektroteilen, die uns im Krieg gegen die Alps weiterhelfen. Über die Tücken der Wildnis bin ich mehr als gut informiert. Und dennoch machen sie mir immer wieder Probleme. Du hingegen scheinst nicht nur furchtlos, sondern auch außerordentlich fähig zu sein. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Wir könnten beide von unseren Fähigkeiten profitieren. Ich könnte dir in technischen Fragen von Nutzen sein. Im Gegenzug hilfst du mir, Situationen wie diese in Zukunft zu vermeiden. Nein. Was gibt es Neues von den Klerikern? Kalan hat uns eine Prüfung auferlegt. Wenn wir diese meistern, können wir vielleicht den Krieg beenden. Du glaubst an Kalan? Er hat uns die Fähigkeit der Suggestion gegeben. Damit haben wir die Möglichkeit, die Menschen zu prüfen und sie zu zwingen, uns die Wahrheit zu sagen. Dann prüfe mich. Wie du wünschst. Was ist das Grausamste, was du je getan hast? Ich habe meinen Vater bestohlen. Lüge. Ich habe lebende Menschen in den Konverter geopfert. Ich habe lebende Menschen in den Konvertern geopfert. Das ist tatsächlich nicht sehr freundlich. Siehst du, du warst gezwungen, mir die Wahrheit zu sagen. Ich hoffe, meine Fähigkeiten haben dich überzeugt. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. So ein Käse. Du kommst nicht mit. Das fand ich jetzt ziemlich mies. Wie geht es dir? Ich bin okay. Da, die respektiert uns immer noch. Sehr schön. Geil. Hör auf mit der Rolle.
komme ich wohl nicht rein. Da liegt hier die Waffe rum. Wobei das Quest-Symbol halt immer nach unten zeigt. Kronenstöcke, ja! So, dann müssen wir doch irgendwie an seine Waffe rankommen. Oh oh. Kaya? 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 Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Greift er mich an oder... Ja. Er greift mich an. Scheiße. Das ist ja übel. Bleib hinter mir. Fuck, der hat kein Akku. Das ist jetzt schlecht. Der haut mich ganz, ganz schnell zu Brei. Okay, dann müssen wir mal schauen, wie wir dann die Waffe rankommen von ihm. Wo will der denn hin? Kaya, komm mal mit. Kurins Waffe. Da ist er ja. Jawohl. So, die Waffe hätten wir. Verdammt. Ist das Crony? Nee, ist nicht unsere. Vieh verfolgt uns immer noch. Ich fasse. Ah ne, jetzt geht er zurück. Ach Gott sei Dank. Ach, verdammt, das ist der nächste. So. Wir haben Kurins Waffe. Müssten wir einmal dahin zu Ray und hoch zu Sestak, okay. Ja, wo müssten wir denn dahin eigentlich? Auch da drüben hin, auch zu Ray, okay. Das auch Ray? Hä? Okay. Aber wir hatten doch die andere Aufgabe noch mit... Genau, mit dem Maschinenteil, das meinte ich. So, Corin braucht 3. So, mit dem reden wir dann sowieso nochmal, aber die anderen Maschinenteile brauchen wir halt auch noch und die liegen wo rum? Ja, das ist Corin, ja. Aber wir müssen ja noch mehr Maschinenteile rumliegen. Huch. Oh, shit. Tja.
Marker-Attacke, die ich mit Kuma ausführen kann. Die ist geil. Da haut er nicht langsam und dolle zu, sondern schon recht doll, aber schnell. Das macht keinen schlechten. Ich dachte halt, wir hatten doch eigentlich auch die Quest. Oder zeigt die mir das an? Nee, da ist Korin. Ja, genau. Die anderen, es fehlen halt noch drei Maschinenteile. Die werden da schon irgendwo drin sein, aber sind gar nicht so einfach in die großen Kampfkolosse hier rumrennen. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter, schauen uns da drin noch mal ein bisschen um, soweit wie es geht, und bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.